Der Schlag in Golf, den man am meisten braucht, ist tatsächlich ein Transportschlag. Ja, Abschläge sind wichtig, aber wenn du weit mit dem zweiten Schlag kommen kannst, kannst du richtig golfen. Und ich habe heute drei Tipps, wie du den Schlag mit dem Fairway-Holz verbessern kannst. Und was wir suchen, ist natürlich Konstanz. Wer will nicht konstant sein mit Fairway-Hölzer? Die sind Transportschläge. Ich stehe irgendwie mitten auf ein paar Fünf-Loch und will mit dem nächsten Schlag so nah ans Green kommen wie möglich. Also wir brauchen Konstanz. Aber was ist Konstanz ganz genau? Ich habe es runtergebrochen in drei Sachen. Das Erste, was man braucht bei Fairway-Hölzer, ist natürlich dafür zu sorgen, dass ich aus der Mitte der Schlagfläche treffe. Aber die Mitte der Schlagfläche beim Fairway-Holz ist echt klein. Also wie sorge ich dafür, dass ich maximal Power übertrage? Das ist das Erste. Zweitens will ich dafür sorgen, dass der Schläger den Ball hoch genug in die Luft schlagen kann. Das ist der Fehler, den ich ehrlich gesagt am meisten sehe, dass Golfer nicht in der Lage sind, vom Fairway hoch genug zu schlagen, dass der Ball lang genug in der Luft ist, um weit zu sein. Und logischerweise das Dritte, was wir brauchen, ist Geschwindigkeit, aber Geschwindigkeit mit Controller. So, lass uns loslegen mit dem ersten Faktor, wie schaffe ich es aus der Mitte zu schlagen. Und aus der Mitte schlagen mit dem Fairway-Holz bedeutet, dass ich genau hier treffen will. Und guck mal, wie klein die Schlagfläche ist da. Da ist ja echt nicht viel Platz von hier unten bis hier oben. Sogar der Schläger hier ist kleiner als der Ball. Das ist zwar eine gute Idee, wenn ich vom Fairway den Ball wegschlagen will. Aber wie sorge ich dafür, dass ich genau richtig ankomme? Das machen wir gleich. Und zwar, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Impact-Höhe kontrollieren. Und das hat man vielleicht gesehen in anderen Videos von mir. Eine Sache, die ich total wichtig finde. Die Fähigkeit, wenn ich ankomme, tatsächlich an dem Boden anzukommen und nicht einen Millimeter zu hoch oder einen Millimeter zu tief, weil dann verfehle ich die Mitte der Schlagfläche. Und tatsächlich, was ich machen muss, ist üben, wie kann ich genau den Boden immer gleich bürsten. Und was man machen musste, ist einfach erstmal zu sagen, kann ich den Boden bürsten mit genau demselben Geräusch jedes Mal. Also ich bürste den Boden mit genau demselben Kontakt mit der Sohle über die Erde jedes Mal gleich. Nicht einmal tief rein und das nächste Mal gar nicht, sondern jedes Mal bürsten. Und selbstverständlich gibt es zwei Sachen, die man tun kann, um das zu verbessern. Das erste ist dafür sorgen, dass ich in eine gute Körperhaltung stehe. Also wenn ich meinen Oberkörper nach vorne neige und die Beine leicht gebeugt habe, ist es grundsätzlich einfacher, in eine Position zu stehen. Und ja, wir bleiben nicht immer in einer Position, wir drehen nicht um unsere Körperwinkel, aber in gewisser Weise hilft es schon, wenn ich gut in meiner Körperposition stehe und effektiv rotieren kann um meine Wirbelsäule, dann im Großen und Ganzen werde ich das hinbekommen. Das Zweite ist, dass ich meine Handgelenke nutzen kann, um die Tiefe des Divots praktisch zu steuern. Also man kann ein bisschen später die Handgelenke freigeben oder ein bisschen früher und so wird man ein anderes Geräusch machen auf dem Boden. Und das ist eure Aufgabe, einfach dasselbe Geräusch dreimal hintereinander zu machen, mal tiefer und mal höher und dann an den Ball gehen und gucken, ob man das Geräusch nochmal machen kann. Faktor 2 ist die Höhe des Ballflügels. Also wie kriege ich das hin, dass der Ball so hoch wie möglich fliegt, weil er ist jetzt nicht auf dem Tee, sondern er liegt sonst wo auf dem Boden. Und ich muss dafür sorgen, dass er maximal hoch fliegt am Anfang der Flugbahn, sodass der Ball natürlich lang in der Luft
bleibt und sehr weit fliegt. Die gute Nachricht ist, es gibt nur einen Faktor, der das beeinflusst. Und zwar die Loftneigung des Schlägers. Nicht wie ich an den Ball komme, Eintreffwinkel, Körper, sonst was alles, sondern nur die Loftneigung. Und das ist eine Sache, die ich so oft falsch sehe bei meinen Schülern, dass man denkt mit dem Fairway-Holz, ich muss irgendwie nach unten schlagen und Ballboden oder sowas, sondern was man machen muss, ist sich sehr viel mehr mit der Neigung des Schlägers beschäftigen. Das heißt, ich will nicht zurückkommen zum Ball mit den Händen vorne, weil auf mein 18 Grad Holz 5 habe ich die Loftneigung reduziert gleich um 10 Grad. Das heißt, ich habe ein 8 Grad Fairway Holz. Der fliegt kniehoch, berührt den Boden zu früh und ist zu kurz. Also, was mache ich? Ich übe früh freigeben. Ja, Sie haben es gehört, ich übe praktisch löffeln. Also ich schwinge den Schlägerkopf früh zum Ball. Manche von euch sagen, naja, dann hacke ich vorher in den Boden. Nein, das macht man nicht, weil die Gewichtsverlagerung dafür verantwortlich ist, wo ich in den Boden schlage. Mit Gewicht links und ausgestreckten Schläger und viel Loft schlage ich richtig hoch. Und das kann man wunderbar üben, weil der Ballflug sagt euch alles, in wie die dynamische Loft war. Wenn der Ball hochfliegt, hast du es gemacht. Wenn er flach fliegt, eben nicht. Also man kann wunderbar die Stellung hier verändern und gucken, wie hoch der Ball fliegt. Das machen wir jetzt. So, viel Loft, hoher Ballflug. Und jetzt Faktor Nummer 3, die Geschwindigkeit. Und natürlich im Fairway-Holz ist nur dann gut, wenn ich möglichst viel Strecke zurücklegen kann. Die Geschwindigkeit des Schlägerkopfs im Moment des Treffens ist schon enorm wichtig. Und letztendlich, es gibt viele Wege, wie man das machen kann. Beim Transportschlag geht es aber darum, dass wir die Konstanz beibehalten, also die Qualität des Treffens, während wir möglichst viel Geschwindigkeit machen. Insofern, viele der Übungen, die man mit Driver macht, sind vielleicht weniger passend zum Fairway-Holz. Und deswegen habe ich ein Protokoll, wie ich das mache für mich. Ich drehe zuerst den Schläger um und schwinge mit einer Hand und sorge dafür, dass ich ein lautes Geräusch machen kann, Pfeifgeräusch mit dem Schläger. So. Dann mache ich das mit zwei Händen und versuche, das Geräusch gleich zu machen, was ihr merken werdet, gar nicht so einfach ist. So. Und jetzt, und das ist der entscheidende Schnitt, ich gehe zum Ball, Probeschwung zuerst einmal und ich will wieder dasselbe Geräusch, vielleicht nicht, weil der Schlägerkopf jetzt im Weg ist, aber das Geräusch beim Berühren des Bodens, wie wir in dem letzten Faktor gemacht haben. Und das finde ich eine richtig gute Übung, Geschwindigkeit und Qualitäten miteinander zu verbringen. Insofern, ich versuche die Geschwindigkeit hier zu machen mit dem Berühren des Bodens, wie im Punkt 1 heute. Und dann gehe ich zum Ball und frage mich, ob ich in der Lage war, das Ganze umgesetzt zu haben. Das war gar nicht so schlecht. Also, wir haben drei Faktoren gehabt heute. Der erste Faktor ist, wie gut man den Ball trifft. Wir wollen den Ball aus der Mitte des Schlägers schlagen. Der zweite Faktor war, dass wir der dynamische Loftneigung steuern wollten. Und der dritte Faktor ist letztendlich Geschwindigkeit. Aber der Clou da ist, dass ich das mit den ersten beiden Faktoren auch vereinigen kann. Das ist ein 3-Punkte-Plan, wie du jetzt an deinem Fairway-Holz arbeiten kannst. Eine der wenigen Dinge, die wir bei diesen Wetterverhältnissen machen können über Winter. So, wie ist es bei dir? Hast du so etwas beim Fairway-Holz gemacht? Kannst du das mit der Höhe über dem Boden? Wusstest du das mit der Neigung des Schlägers? Was hast du für ein Fairway-Holz? Mehr Loft ist eigentlich, wie wir gelernt haben, ganz gut. Also ich habe ein 18 Grad Holz 5, wie ihr seht. Was habt ihr im Bag? Ich würde mich freuen, von euch zu hören, wie immer unten in den Kommentaren hier. Und zuerst wünsche ich einen wunderschönen Golftag. Und bis zum nächsten Mal.